Einen wunderschönen guten Tag, ihr plastikschmelzenden Hasen. Heute habe ich jemanden zu Gast, den ich erst vor kurzem kennengelernt habe. Ich war auf der Suche nach jemandem, der sich für den Ender 3 V3 KE interessiert. Vorzugsweise natürlich jemanden, der irgendwie im schulischen bzw. sozialen Bereich unterwegs ist. Und dann hat mich irgendwann der Philipp vom Jugendarbeit Bösingen angeschrieben, hat gemeint, hey, wenn du keine Schule findest, wir könnten das Ding auch gut gebrauchen. Und in diesem Sinne, schönen guten Tag, schön, dass du mit dabei bist, Philipp. Ja, hey, danke, dass ich dabei sein darf. Cool. Gerne, gerne. Du hast mich in den Kommentaren angeschrieben, das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich daran gar nicht erstmal gedacht habe. Aber du hast mitbekommen, glaube ich, in einem Livestream oder in einem Video, dass ich den V3 noch nicht los habe. Und dann hast du, also den V3 KE, nicht, dass jetzt gleich der Marcel nochmal Schnappatmung bekommt. Der V3 steht noch da hinten, der ist versprochen, den geht nicht weg, ja. den V3 KE. Und du hast mitbekommen, dass der noch nicht unter ist und hast gemeint, hey, wenn du noch Bock hast, dann schick ihn doch mal bei uns vorbei. Oder wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Ja, genau. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf deinen Kanal gekommen bin, aber auf jeden Fall, ich habe mal vor etwa einem Jahr mit 3D-Druck ein bisschen rumgespielt und dann mich auf diversen Kanälen dann bewegt und Infos zusammengesammelt, wie man das halt macht, wenn man sich für etwas interessiert. Und dann bin ich per Zufall auf deinen Kanal gekommen. Mhm. Und habe das mitbekommen und dann habe ich gedacht, ja, super, wir könnten wirklich bei der Jugendarbeit einen Drucker gebrauchen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, Fragen schadet nicht. Mhm. Und ja, so bin ich auf dich zugekommen. So, und jetzt hören die ersten Leute schon so ein bisschen aus deinem Dialekt heraus. Du bist nicht in Deutschland, sondern du bist in der Schweiz und zwar im Kanton Fribourg, genau gesagt. Und das hat mich natürlich gefreut, dass der Drucker dann auch hier im Land bleibt. Das macht es mir leichter, die Arbeit mit Zoll und allem drum und dran natürlich. Aber wie kann man sich das jetzt vorstellen? Du bist jetzt das ist bei einer Jugendarbeit. Das bedeutet, also ich kenne das Jugendzentrum, soll ich mal sowas in Richtung nach der Schule nochmal hingehen, Hausaufgaben machen oder sowas in Richtung? Oder was macht ihr da? Nein, es geht wirklich darum, die Jugendlichen können ihre Freizeit hier verbringen. Also wir haben Räumlichkeiten, die wir für die Jugendlichen anbieten. Sie können, wie gesagt, ihre Freizeit hier verbringen und es geht auch darum, dass sie ihre Freizeit stressfrei verbringen und auch einen Ort haben, wo sie nicht konsumieren müssen, weil an den meisten Orten, wenn man in ein Restaurant oder so geht, muss man ja auch etwas konsumieren. Mhm. Und hier können sie den Raum auch mitgestalten und ihre Freizeit hier verbringen. Ja, cool. Das heißt, ist so ein kleiner Teil der Jugendarbeit. Ja. Das heißt, das habe ich auch schon gesehen, als ich vor Ort war, ihr habt das Ganze so ein bisschen ansprechend für die Jugendlichen gemacht, so mit flauschigen Vorhängen und sowas in der Richtung. Und was war es noch? Ich glaube, ein Tischkicker oder sowas in Richtung, also Freizeitprogramm schlichtweg, ja? Genau, ja. Und dann habt ihr aber auch in dem Jugendzentrum, du hast deinen eigenen Drucker schon hingestellt gehabt, was ein Ender 3 V3 SE war, wenn ich das richtig gesehen habe, richtig? Genau, ja. Genau. Okay. Aber wie seid ihr da auf die Idee gekommen? Haben die Kids auch gesagt gehabt, ey, wir hätten mal Interesse dran, mit 3D-Druck irgendwas anzufangen? Oder war das jetzt von dir initiativ, erstmal zu sagen, hey, habt ihr Bock, irgendwas zu machen und hast den hier einfach hingestellt? Das war von mir eine Initiative, weil, ich liebe einfach diesen Spirit, der die 3D-Community hat, diesen Do-it-yourself-Spirit und ein bisschen diesen, wie soll ich sagen, das Tüfteln und Erfinden. Und mir war es wichtig, einfach diesen Spirit dann auch weiterzugeben. Und ich habe dann einfach angefangen, ich habe den Drucker hier bei mir im Büro hingestellt. Und wenn die Yugis kamen, habe ich einfach geschaut, dass ich etwas am Drucken bin. Die Yugis? Das ist sofort, die Jugendlichen. Also okay. Die Yugis. Und ich habe dann einfach geschaut, dass die das natürlich auch sehen. Mhm. Und ja, das zieht natürlich sofort an. Oder? Das ist wie ein Magnet, so ein 3D-Drucker, weil die haben das auch noch nie gesehen. Aber sie wussten sofort, was es ist. Also sie haben dann auch gefragt, was ist das, ein 3D-Drucker und so. Und dann kommt man sofort ins Gespräch, oder? Und kann erklären und auch aufzeigen, was man machen kann. Und so entstehen dann die Ideen auch. Mhm.
Was für Ideen sind dann bis jetzt entstanden? Was habt ihr denn bisher überhaupt mit dem Drucker gemacht? Wir haben so zum Beispiel ein, ich sag mal denn, ein Eishockey-Kicker, aber so mit, wo unten Luft rauskommt Ja, und dann. so ein Airhockey, ja. Ja, genau, so ein Airhockey. Und wir haben andauernd diese Airhockey-Schablon, diese Airhockey-Pucks, sagt man Ja. auf Schweizerdeutsch, verloren. Und jetzt haben wir die einfach ja, selber gedruckt. Ja, geil. Sehr, sehr einfach, genau. Und vor allem einfach viel billiger. Das haben wir gemacht. Und jetzt haben wir auch jemand aus der 9. Klasse, der macht sein Abschlussprojekt hier bei uns in der Jugendarbeit. Und da geht es jetzt natürlich dann auch ins Design rein. Also er schnuppert schon die erste Luft, wenn es darum geht, mit dem Fusion 360 umzugehen. So, er lernt das Fusion 360 ein bisschen kennen und Okay, also schon dann sein direkt ins Projekt auch Eingemachte. umsetzt. Genau, ja, wirklich. Er ist der Erste eigentlich, der sich dann auch mit dem Design und so beschäftigt. Aber ich war sehr erstaunt, weil ich dachte eigentlich, dass ich ihm sehr viel zeigen muss und erklären muss. Aber ich habe gemerkt, die Jugendlichen sind schon recht gut sozialisiert oder sie kennen das schon relativ gut, weil sie haben vielleicht dadurch, dass sie halt vielleicht früh mit dem Spielen oder Gamen anfangen, auch schon ein sehr gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Und deshalb musste ich ihm gar nicht wirklich viel erklären. Und er konnte schon relativ schnell dann auch selber am Fusion 360 arbeiten. Ja, War wirklich super. das in der Genau. 9. Klasse ist echt ein Novum, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt mal überlege, als wir damals das in Deutschland in der ersten Schule jetzt über die Stiftung implementiert haben, das war der letzte Podcast, da ging es darum, okay, dass die Kids halt erstmal Tinkercad lernen. Ich meine, die waren da auch schon relativ flink, muss man sagen. Das war vor 7 Jahren. Und dann haben die wirklich, also so schnell konnte ich gar nicht gucken, waren die auf Thingiverse und haben sich die einzelnen Sachen, die sie ausdrucken wollten, schon rausgesucht und runtergeladen. Aber dass jetzt da schon proaktiv jemand kommt, jetzt in der heutigen Zeit und sich hinsetzt und Fusion 360 nutzt, das finde ich natürlich auch schon bemerkenswert. Also ich hätte jetzt mit Tinkercad oder sowas gerechnet. Aber was macht er mit seinem Projekt, wenn ich fragen darf? Was versucht er genau umzusetzen? Er hat einen Mofa und er möchte gerne so eine Halterung drucken, damit er seine Musikbox vorne Ja, an das cool. Guido dran machen kann, genau. Ja, Ja. befestigen kann, ja. Und das ist ein Abschlussprojekt, hast du gesagt. Erzähl mir mal ein bisschen mehr darüber. Was ist das Abschlussprojekt? Also ist das aus einer Handwerkerklasse oder aus einem Handwerksunterricht oder so aus einer Richtung? Oder wie kann man sich das vorstellen? Die Jugendlichen können das eigentlich frei wählen. Das ist einfach ein Abschlussprojekt, das sie in der 9. Klasse, in der letzten Klasse machen. Und die können in verschiedenen Bereichen, die können zum Beispiel selber ein Lied machen. Also wir hatten auch schon Jugendliche da, die haben selber ein Lied aufgenommen, weil wir haben auch noch ein Kreativstudio. Also wir haben ein Studio eingerichtet für die Jugendlichen. Können Okay. wir auch selber Musik machen, genau. Mit den Jugendlichen zusammen haben wir das aufgebaut. Und da gibt es einfach verschiedene Bereiche, die sie auswählen können. Und er hat sich jetzt eben für diesen Bereich, für diesen, ja, soll ich sagen, Do-it-yourself 3D-Drucker-Bereich entschieden. Und das Spannende ist da eben auch, ich bin ja nicht auf ihn zugegangen, sondern er hat diesen 3D-Drucker einfach bei mir im Büro gesehen und ist dann nach einigen Wochen auf die Idee gekommen, hey, da könnte ich doch was machen und ist dann auf mich zugekommen. Das ist schon noch cool, schon rein nur, dass ein 3D-Drucker hier steht und von sich selber Ja. druckt und ich mache ja gar nichts, kommen die Jugendlichen dann auch auf ihre Ideen. Das ist noch cool. Ja, genauso soll es auch eigentlich sein. Das Genau. ist genau die Idee, die dahinter steckt, dass halt das Ganze in Umlauf kommt, weil 3D-Druck ist halt eine Technologie, die vom Nutzen lebt. Wenn ein 3D-Drucker einfach nur in der Ecke steht und nicht benutzt wird, bringt das Ganze halt nichts. Ja? Genau. Jetzt hast du gesagt, okay, die machen eine Abschlussarbeit für die Schule, aber
Ich meine, ich kenne jetzt, ist in Deutschland, da gibt es Wahlpflichtfächer und sowas in der Richtung. Da haben wir es auch in der einen Gesamtschule in Deutschland damals das Projekt unterstützt. Wie ist das denn jetzt bei euch da in der Gegend? Gut, hier in der einen Kantonschule, wo ich war, oder in den beiden Kantonschulen, da gibt es dann Werkräume, wo dann für den Physikunterricht oder sowas in Richtung unter Aufsicht von den Lehrern was gedruckt wird. Aber gibt es sowas bei euch jetzt da in Freiburg auch, dass ihr da sagt, okay, ich habe da einen engeren Kontakt mit der Schule, eine engere Zusammenarbeit, dass da irgendwie schon Austausch stattfindet? Und haben die vielleicht auch schon Drucker oder sowas in Richtung, dass das aktiv unterstützt wird, dieses Fach? Jetzt die Schule in der die Schule bei uns nicht, nein, für die Oberstufe, für die Oberstufenklassen haben die haben keinen 3D-Drucker. Aber es passiert noch oft, dass Jugendliche mit ihrem Projekt dann halt zur Jugendarbeit kommen, weil ja, weil sie hier halt die Möglichkeit haben. Das ist eigentlich keine Ausnahmesituation. Es ist in anderen Kantonen auch so, weil halt die Schule teilweise nicht ausgerüstet ist. Und genau, aber man muss auch sagen, es sind auch Jugendarbeitsstellen nicht ausgerüstet. Das liegt halt einfach auch daran, dass ich mich für dieses Thema interessiere. Deshalb ist auch ein Drucker hier, oder? Das ist auch immer die Voraussetzung. Ich kenne andere Jugendarbeitsstellen, zum Beispiel ein Freund von mir, der macht der baut gerne Zweiräder selber und der bietet Kurse an, um Zweiräder zu flicken oder zusammenzubauen. Oder man bringt immer etwas so ein bisschen mit, was man im Privaten eigentlich auch macht. Genau. Ja, aber das ist ja schon mal ziemlich cool. Also das muss ich sagen, das ist, wo man den Kids halt auch mal, es geht ja nicht nur darum, dass man denen jetzt was beibringt um 3D-Druck, sondern halt auch generell, was man sinnvoll mit seiner Zeit quasi anstellen kann. Und wenn das jetzt halt so unterstützend ist, dass man da jetzt vielleicht noch mal irgendwas Berufsbildendes macht, egal in welcher Richtung, ist es natürlich mega cool, dass das auch jetzt bei euch dann in der Richtung passiert. Ich weiß, bei uns das Genau. Jugendzentrum ist meistens benutzt worden, um abends Party drin zu machen und mal einen zu bechern. Das gilt nicht für alle, um Gottes Willen. Doch, doch, das machen sie sicher auch, aber das ist halt nur ein kleinerer Teil der Jugendarbeit, aber ein wesentlicher Teil, weil es ist so wichtig, dass sie sich analog treffen. Und deshalb haben wir auch diese Räume, damit sie sich hier auch im Raum treffen können und sich austauschen können, weil der Austausch gerade in diesem Alter ist auch identitätsstiftend und deshalb ist es wichtig, dass sie sich eben wie gesagt auch analog treffen. Ja, das ist unheimlich wichtig. Also gerade in den sozialen Medien. Jetzt nicht allein, weil es die sozialen Medien sind, aber da gibt es halt auch viele Leute, die einfach, naja, ich sag mal so, ungefiltert einfach irgendeinen Quatsch rausposaunen. Und wenn ein Kind das halt entsprechend aufsaugt, dann ist es natürlich auch schon mal manchmal ein bisschen bedenklich, sage ich mal so. Und das ist natürlich gut, wenn das Ganze halt bei euch auch noch mal ein bisschen analog stattfindet, dass also nicht alles in der digitalen Welt ist und nicht immer nur alles Facebook und Fortnite und hast du nicht gesehen ist, sondern dass man auch aktiv mal ein bisschen zusammenarbeiten kann. Genau, ja. Jetzt noch mal ein bisschen zurück auf die Projekte, die ihr macht. Also jetzt nicht unbedingt nur 3D-Druck. Ja, du hast jetzt gesagt, okay, ihr habt jetzt schon mal für den Air-Shuffle oder für das Air-Hockey so ein Puck designt. Habt ihr denn schon was anderes in der Richtung schon mal gemacht, dass ihr sagt, okay, oder habt ihr irgendwas vor, wo ihr sagt, okay, ihr braucht noch Unterstützung? Gibt es vielleicht noch irgendwie aus der Community, dass man sagen kann, okay, wenn ihr in der Nähe wohnt, in der Nähe von Bösingen in Fribourg, kommt mal gerne vorbei, unterstützt uns, oder wenn ihr irgendwelche Skills habt, die wir brauchen können, dass wir da ein bisschen weiterkommen, dass man euch da unterstützen kann? Ja, in der Regel brauchen wir natürlich Material, also Filament und so, Druckplatten und so. Aber sonst das Know-how eigne ich mir eigentlich größtenteils selber an mit den Jugendlichen zusammen. Aber genau, ich bin sicher offen für Zusammenarbeiten. Wir sind natürlich auch vernetzt mit den anderen Gemeinden vom Kanton Freiburg und tauschen uns natürlich auch aus. Zum Beispiel jetzt gerade morgen gehe ich auf Vunneville-Flamatt, das ist die Nachbargemeinde. Dort gebe ich so einen Kurs über Stop Motion. Oh ja, Weil cool.
Genau, wir haben teilweise hier so Stop-Motion-Kurse in Bösingen und ich habe mir ein bisschen das Know-how auch angeeignet und jetzt wollen wir das auch in der Nachbargemeinde anbieten. Und wer weiß, vielleicht gibt es etwas Ähnliches auch im 3D-Druckbereich. Also wir haben einen regen Austausch mit den umliegenden Gemeinden, vor allem mit den Jugendarbeitsstellen und auch mit den Schulen eigentlich. Also nochmal, für die, die es nicht wissen, Stop Motion sind diese Filme wie damals Edgar Wallace mit diesen Knetfiguren, dass man immer so ein Genau. Bild macht und dann entsprechend die Figur weiter bewegt und dann noch ein Bild macht und daraus dann quasi ein Film entsteht, was unheimlich viel Arbeit Ja. ist, aber cool aussieht, ja. Ja, genau. Genau. Finde ich mega, mega cool. Ja, wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid, du kennst, weißt ja, wie du mich erreichen kannst, ja. Sehr Auch gerne. wenn jemand unter den Kommentaren oder sonst irgendwie gerne Kontakt aufnehmen möchte, ich kann gerne den Kontakt herstellen. Also wenn da noch irgendwie jemand sagt, ey, wir haben da noch ein bisschen was an, keine Ahnung, Druckplatten oder Material oder sonst was in Richtung übrig, ihr kriegt natürlich auch noch mal mit der Zeit was. Sehr gut. Dass wir dann da irgendwie versuchen, das Ganze irgendwie aufzubauen, dass das Ganze halt weiterläuft, ja, dass ihr da ausgebaut werden könnt. Ja. Vielleicht Ja. noch etwas, was ich auch noch cool finde. Wir haben gerade unsere Lichtanlage ausgetauscht, weil sie ist bald 25 Jahre alt und ein Stromfresser. Und jetzt haben wir alles so auf LED und Dermix umgestellt. Und dann haben wir mussten so Distanzhalter brauchten wir. Und die kann man wie nicht kaufen, oder wir könnten schon in den Baumarkt gehen, aber dann musst du dann ja wieder mit dem Auto und Ja. fährst wieder eine halbe Stunde und genau, musst wieder suchen. Und dann haben wir das einfach designt und Fusion 360 Distanzhalter aus PLA und Genau konnten dann die dafür Sache ist montieren, ganz einfach. Ist 3D-Druck da. Also einfach Genau. überlegen, was braucht man, bevor man jetzt irgendwie Ewigkeiten im Baumarkt fährt. Also ich weiß, bei uns der nächste Baumarkt ist jetzt zum Glück 10 Minuten entfernt. Demnächst, wenn wir umgezogen sind, ein bisschen weiter. Aber, und das in der kleinen Schweiz. Aber natürlich, dafür ist 3D-Druck prädestiniert. Also so lösen wir natürlich auch hier bei uns im Studio und auch zu Hause entsprechend Probleme, dass wir sagen, okay, keine Ahnung, ich habe jetzt hier fürs Resin-Auskippen zum Beispiel vom Resin-Drucker, naja, ich will das ja natürlich nicht die ganze Zeit in der Hand halten, sondern ich drucke mir so eine Halterung, wo ich das reinklemmen kann und fertig, ja. Oder auch hier. Na? Diese Fernbedienung, ja, einfach so eine kleine Halterung gedruckt, die man sich irgendwo festklebt und dann kann man die Fernbedienung reinpacken. Dafür ist 3D-Druck einfach prädestiniert. Und das ist auch natürlich auch schön, wenn ihr da bei euch ein bisschen was dann mit dem 3D-Drucker entsprechend umsetzen könnt. Ja, ich finde es so cool. Es geht einfach auch darum, in dieses Mindset dann. Die Jugendlichen müssen das Mindset wie aufbauen und das Wissen haben, dass sie ja etwas, dass sie nicht etwas kaufen gehen müssen, sondern eine eigene Lösung finden können. Das finde ich noch spannend. Ja, das zählt, das bildet auch in der Hinsicht in einer Art und Weise, dass man sich halt nicht in die Situation reinversetzt, okay, ist kaputt, ja, werfe ich weg, kauf neu, sondern Genau. ist kaputt und ich versuche es halt zu reparieren. Ja, dass Genau, man ja. diesen Do-it-yourself-Charakter nochmal ein bisschen ins Extremere ausprägt. Ja, hat man vorher zwar auch schon gemacht mit den ganzen Heimwerkermärkten und sowas in Richtung. Aber ist beim 3D-Druck, glaube ich, nochmal ein bisschen eine Nummer krasser, weil man sich auch eigene Teile komplett designt, die man vielleicht so gar nicht im Baumarkt kriegt. Oder vielleicht, wenn man im Baumarkt fährt, sich da die Zeit und das Geld und den Anfahrtsweg und sowas spart. Genau. Jetzt mal noch eine Frage. Ich bin gerade ein bisschen neugierig mit diesem Airshuffle-Thema. Aus was habt ihr das gedruckt? Habt ihr das aus PLA oder PETG gedruckt? Und das gleitet auch wirklich wunderbar auch über die Oberfläche dann drüber? Ja, wir haben es aufs PLA gedruckt und es gleitet wirklich super. Genau. Okay. Ja, das ist echt genial. Also das muss ich mir nochmal, wenn ich beim nächsten Mal bei euch bin, muss ich mir das nochmal angucken. Sie angucken, ja. Sie gehen natürlich etwas schneller kaputt, aber ja, ich meine, es geht ein paar Minuten. Nein, ich weiß Ja. gar nicht mehr, wie lange es geht. Vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde, bis der gedruckt ist. Und genau. Ich habe mir mal überlegt, vielleicht einen aus etwas härterem TPU zu drucken, also 98A oder 95A pro Härte. Der würde vielleicht dann auch etwas mehr aushalten. Habe ich bis jetzt noch
noch nicht gemacht. Wir können uns ja mal vielleicht. Wenn der nächste verloren oder kaputt geht, mache ich das. Wir können uns ja vielleicht mal gerne zusammensetzen und mit dem einen oder anderen Projekt irgendwie was bauen, was dann ein bisschen mehr fancy ist und mal was gestalten. Ja. Vielleicht gibt es aber auch in der Community jemanden, der schon sowas gestaltet hat oder gerne ein bisschen Zeit hat. Das könnten wir auf jeden Fall machen. Das wäre auf jeden Fall, denke ich mal, ein cooles Projekt, wo man mit den Kids mal was umsetzen könnte. Ja. Ich finde das mega, mega cool, was ihr da macht. Und ich war direkt Feuer und Flamme, als du mich angeschrieben hast. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß mit dem Drucker und dass ihr da viele Projekte umsetzt und dass ihr da auch wirklich einiges, ich sag mal, repariert oder nicht unbedingt einen Baumarkt kaufen müsst, ja? Und falls ihr noch irgendwelche Hilfe braucht, sagst du bitte Bescheid. Ich bin da, ich bin erreichbar, du hast jetzt mehrere Wege, mich zu erreichen. Und wenn ihr da draußen den Leuten auch nochmal gerne ein bisschen unterstützen wollt, jetzt nicht unbedingt das Jugendarbeitszentrum in Bösingen, sondern vielleicht auch das bei euch in der Nähe oder so in Richtung, dann schreibt die einfach mal an und fragt doch mal danach, ob die nochmal einen 3D-Drucker gebrauchen können. Ich krieg öfters mal gesagt, ey Maggie, ich habe noch einen Drucker, willst du den haben, den kannst du in die Schule geben. Mache ich gerne. Wenn ihr sowas macht, wenn ihr sowas habt, sagt mir gerne Bescheid. Ich versuche gerne den Kontakt zur Schule herzustellen. Aber ihr könnt selbst auch gerne mal bei der Schule nachfragen. Die sind oftmals sehr, sehr dankbar dafür, wenn man denen solch eine Technologie zur Verfügung stellt. Und wenn nicht die Schule, Jugendarbeitszentrum geht natürlich auch, oder JUZ, wie man es in Deutschland nennt. Und in diesem Sinne vielen, vielen lieben Dank, Philipp. Ich wünsche euch, wünsch euch viel, viel Erfolg damit. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Däumchen nach oben gebt, wenn ihr den Kanal abonniert. Und in diesem Sinne, hodl the line, happy printing und ciao.